Goedenavond, Madi Delvo. Goedenavond. Maar ik wilde vanavond een thema uitsnijden wat weinig bekend is. Dan durf je, ik stel, als ik geen expert ook aan dat kind om robotiek. Du hast ook hier kort een rapport gemaakt aan het Europaparlement. Wat is robotiek waard? Dat is een goed vraag. De definitie gaat zich gestreden. Maar we definiëren een robot als een machine. Also ein physisches Support, groß oder klein, die Großroboter, Kleinroboter, die nur Sensoren, das heißt, die kann ganz viele Bilder, Informationen sammeln, anders konnektiert und Reso, das heißt, empfängt Informationen und darüber hin agiert, das heißt, das programmiert, für Aktionen zu machen. Und da geht natürlich zusammen mit der Intelligenz artificiell, weil die ersten Roboter, die sie programmiert, für eine bestimmte Aktion zu machen. Und lo immer die neue Generation von Robotern, die lo an den Laboratoren sind, die lehren selber. Self-Learning, wie das am technischen Jargon heißt. Das heißt, sie holen ganz viele Informationen ab und verschaffen sie und dann können sie daraus selber Decisionen holen. Also ein Roboter kann sehen, ein Auto ohne Schufe. Das kann auch sein, einfach ein Staubsauger-Roboter. Was ja nicht extra gefährlich ist. Wir sind auch Drohnen, sind an der Landwirtschaft, sind an der Medizin. Wir kennen sie aus der Industrie, da gibt es schon lange Roboter. Am Anfang hast du eine gute Sache, weil Telf denkt, die penibel Erbischten ersetzen, aber du gehst noch Erbischplätze verloren. Das wäre ja auch ein von den Bestandteilen von dem Bericht. Ja, das ist eben Zukunft Vision. Die Entwicklung der Roboter in den letzten 10 Jahren ist immens schnell. Und natürlich, du kannst dir vorstellen, Roboter, die zum Beispiel zentral nuklear dekontaminieren, das ist ja super, weil man kein Leid mehr daran zu schicken. Oder innerweise Roboter für die Plattformen da an der Reihe zu halten. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen und da streiten die Experten dann. Es gibt natürlich auch neue Geschäfte. Per Definition weiß ich ja nicht, wie die Zukunft ist. Das ist eigentlich die größte Suche von den Menschen, als holen die Roboter aus den Arbeitsplätzen, weiß oder nicht. Und das wissen wir nicht, ich muss mehr genau gucken. Die OECD meint 10% von den Arbeitsplätzen. Aber es werden Berufe gehen, die verschwinden. Das wird ja auch mit dem technologischen Fortschritt ist das ja ein bisschen normal. Es sind immer Berufe verschwunden und sind neue entstehen. Aber das ist die Entwicklung ganz schnell. Und dafür haben die Leute ein bisschen Angst. Ob das berechtigt ist, also nicht ehrlich gesagt, das wissen wir. Kann ich so an die Arbeitsplätze gehen, die wir heute schon haben, an die nie werden verschwinden, egal wie performant das die Robotik ist? Ich gebe so, ja. Also, ich meine, was wahrscheinlich die Roboter nie werden lernen, das ist die Kreativität. Und dann die zwischenmenschliche Beziehung. Die Roboter gehen natürlich entwickelt für auch an den Soin, also für sich mehr Leute zu kümmern und so. Mir nicht, das ist aber wahrscheinlich die menschliche Kontakt. Sodass ich so ein, ja, es gibt Sachen, die Roboter wahrscheinlich nie werden können, und andere, wo die Roboter alles wird Routine erwischt. Da sind die Roboter natürlich besser, weil sie nie mitgehen, sie gehen nie krank, sie sind getimt, programmiert, für einen bestimmten Erwisch zu machen. Und die Menschen wahrscheinlich ohne Fehler besser wie die Menschen. Der Grund, für was das du ganz speziell ist, mit der Problematik aufgehst? Na ja, ich bin am Europaparlament gekommen, sind ich hier in der Kommission des Affaires Juridiques und da hat man so ein Seminar, wo gesagt wird, was sind die Herausforderungen von der Zukunft im legalen Plan. Und ein von den Sujeten davon war Robotik, und ich gar nicht kannte davon. Und ich muss sagen, das ist spannend. Das wird, also ich bin in der Zwischenzeit überzeugt, dass die Roboter immer mehr Werte kommen und sie kriegen eine Influenz auf alt leben, nicht nur auf der Arbeit, sondern auch auf die Manier, wie man mit dem Leben, wenn man sich vorstellt, den Internet of Things, das heißt, dass der Frigidaire so programmiert, dass er selber bestellt, wie viel Milch das du brauchst. Und da stellen sich natürlich ganz viele Fragen über verantwortlich. Wenn ein Roboter ein Schritt macht, wen ist dann verantwortlich? Wem seine Assurance spielt dann da? Wem muss er holen? Das ist eine Frage. Dann die Fragen, die sie stellen, dass man das Schutz, weil die neue Zucht Roboter, wenn es ein Roboter daheim muss, an einem Haus, die sammelt ja ganz viele Informationen. Wen hat Access zu den Informationen, wie lange werden die versucht? Die große Sorge ist natürlich Sicherheit. Mit den Cyberattacken machen wir so ganz viel Sorge, wie sicher sind die Systeme. Aber dann aber auch, wie muss man die Leute vermehren, für dass sie mit den Robotern können interagieren können. Das hat eine Influenz auf viel. Sehr, ja. Du warst ja Langzeit-Educationsminister und selber am Enseignement. Ja.
Du weißt ja, der Wert von einem guten Gedächtnis zu schätzen. Ein Gedächtnis, das gut trainiert ist, ein Gehirn, das gut trainiert ist. Geht man nicht mit denkfaul durch den Roboter? Aber ganz bestimmt. Also, Psychologie fängt an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das sind die Kompetenzen, die man nicht mehr brauchen. Aber wenn die nicht trainiert gehen, dann gehen sie verloren. Also, wie wird der Mensch sich entwickeln? Weil ich los schon. Also, ich glaube, mein Vater zum Beispiel wusste sämtliche Telefonsnummern auswendig. Von all den Bekannten. Weil, wie weiß noch eine Telefonsnummer auswendig? Wir müssen keine Buch mehr. Ich muss sie alle an unserer intelligenter, an der künstlichen Intelligenz haben wir es alle am Telefon schon gespeichert. Also Kap rechnen. Wir rechnen nach beim Kap. Die Leute, die Menge, wir könnten in Zukunft auch keine Karte mehr lesen, weil den Google Earth alles sieht, wo man muss nie gehen. Das heißt, dafür muss ich schon gut aufpassen. Also meine größte Angst ist, dass man als einfach den Roboter ausliefern. Also wir brauchen Leute, die auch am Stand sind, nur zu vollziehen, wie der Roboter agiert, und mal heinst du die Kräfte und der das falsch, weil auch ein Roboter kann sich hier. Also dann vorstellbar, dass dann am nächsten 30 Jahren parallel zu dem System, zu den Schulprogrammen, die in Loh hat, ein Programm möchte, das spezifisch darauf ausgeht, dass wir die Gefahren, die wir gerade angeschnitten haben, zu prävenieren. Das wäre, darüber zerbreche ich ganz viele Leute sich den Kopf. Wie eine Kompetenz muss ich haben, um mit den Robotern zu interagieren, und für auch nach immer Partner zu bleiben. Also als Grösser ist, dass wir hätten, dass der Mensch nach immer soll determinieren und dass wir es nicht von Maschinen guidieren lassen. Und das ist der größte Defi, da gibt es E-Skills, das ist ja der Begriff, den E-Skills. Aber das ist ganz schwer zu definieren, wer das trainiert, weil der kritische Geist an Teamfähigkeit, an Kreativität, wie übt man, wer trainiert den? Das ist ja den Froh. Du hast dir auch Gedanken gemacht, wie wird den Impact auf die Security Social, das Finanzament von der Selbststelle, an einen Tax auf den Roboter vorgeschlagen, was ich mich gut kann erinnern, die soll die Kontribution und Security Social aufhören, die verloren gehen durch den Wegfall von Arbeitsplätzen. Ja, also am Rapport haben wir gesagt, wenn alles gut geht, braucht man es keine Sorgen zu machen. Wir wollen Roboter viel Arbeit wegholen. Da gibt es ja die Basis, ob der Kotisationen für das jetzt für Krankenkassen, für Pensionskassen, die geht ja immer mehr klein. Und auch Steuern, die ja zu einem großen Teil beruhen um Revenue von der Arbeit. Wenn den Teil wegfällt, man wird finanzieren, man ist Service Public, man wird finanzieren, man Krankenkassen. Und da haben wir gesagt, da kommen wir überlegen, mal, wie können wir einer Finanzament erfinden, wie das in der Arbeit von den Menschen besteuert, Kotisationen darüber kann man sich ja vorstellen, dass sie noch der Arbeit von den Robotern besteuern. Das ist aber hier am Haus. Wir dürfen mal nicht darüber nachdenken, weil ich hatte schon eine Reflexion, eine Expertise. Auch, Und das hier im Haus refusiert ging, da hat gesagt, ja, nee, wenn wir die Roboter übersteuern, ob die Roboter dann empêchieren mit Innovation, wir bremsen Europa, die können dann nämlich Schritt halten mit Amerika. Ich fand das, ehrlich gesagt, ein bisschen kurzsichtig. Und ich meine, dass man alles gesellschaftlich vorstellen muss. Es geht ja nicht nur um Technik. Es geht ja auch, wie organisieren wir zusammenleben an Europa, an unsere Gesellschaft. Wir brauchen eine kompetitive Industrie, aber wir brauchen auch den sozialen Frieden. Und wir müssen gucken, dass Menschen können würdig leben. Vielleicht eine letzte Remark, Afro. Wenn ich über Robotik spreche, dann weiß ich nicht, ob ich nach an der Fiktion aus oder schon an der Realität auch was. Können Sie sich vorstellen, das ist vielleicht ein Dummfruf hier zum Schluss zu stellen, können Sie sich vorstellen, dass wir ein Kehr an dem Interview remplaziert werden durch Roboter? Das glaube ich nur wirklich noch nicht. Das sind die Realität ausschließen? Aber nein, also ich begegne an dem Sektor immens Enthusiasten, die da versprechen, unheimliche Progress, Fortschritte durch die Robotik, weil die ja nicht mitgehen, keine Fehler machen. Menschen machen ja nicht mehr Fehler, die Roboter machen ja keine, so diese. Und dann hörst du auf der anderen Seite Leute, die furchtbar Angst haben, dass die Realität ist irgendwo dazwischen. Gell? Wir haben schon viele Roboter, wir sind also viel künstliche Intelligenz an den Handys. Und das sind ja formidable flotte Sachen, die gemacht werden. Aber ich meine, wir müssen aufpassen, dass die Menschen immer die Kontrolle halten über Technik. Das ist eigentlich die große Herausforderung für die Zukunft. Was ich dir vielmals merke, das wäre ganz faszinierend. Bis zum nächsten Mal. Merci. Schönen Abend. Adieu.